Hallo, hier ist wieder Christoph von depptech.de. Heute mit dem BlackBerry Playbook, dem ersten Tablet von BlackBerry. Es ist ein 7 Zoll Gerät mit einer Auflösung von 1024x600 Bildpunkten und hat auch zwei Kameras und einen Dual-Core-Prozessor von Texas Instruments. Und wir schauen uns jetzt mal an, was hier BlackBerry mitliefert. Wir haben hier die 16 GB Wi-Fi-Only-Variante, welche bei uns ca. im Juni erhältlich sein sollte. Und da haben wir es. Sieht schon gut aus. Okay, hier haben wir das BlackBerry in einer Tasche schon verpackt. Zu dem später. Dann eine Abdeckung. Hier haben wir ein Reinigungstuch für die Garantie und so weiter. Okay, dann sehen wir, was wir noch haben. Das Ladegerät, ein Micro-USB, allerdings wird das nicht mit normalen Ladegeräten funktionieren, also zum Beispiel von Smartphones, da dieses mehr Ampere braucht. Und ein Datenkabel haben wir hier auch noch. Okay. Das Ganze kommt in einer schönen Verpackung. Doch am wichtigsten ist jetzt das Tablet. Das ist wohl eines der wenigen Tablets, die was auch eine Hülle dazu bekommen. Hier haben wir es. Erstmal die Folie ab. Und das fühlt sich mal richtig gut an. Es hat eine schöne Oberfläche, eine leicht gummiartige Oberfläche, liegt sehr gut in der Hand, etwas schwer für diese Größe. Ansonsten sieht es ganz gut verarbeitet aus. Schauen wir die Anschlüsse an. Hier haben wir anscheinend zwei Mikrofone links und rechts. Oben haben wir noch den On-Off-Button, Minus und Plus, also für die Lautstärke, und auch eine Play-Taste. Die sind übrigens auch die Elemente, mit denen man diese Android-Apps bedienen kann. Dann haben wir hier auch den 3,5 mm Klinkenstecker. Und auf der Unterseite haben wir einen Dock-Anschluss, Micro-USB-Anschluss und einen Micro-HDMI-Ausgang, wie es aussieht. Und hier haben wir noch die Beschreibung einfach und die Seriennummer. Und das war's. Hier auf der Vorderseite haben wir noch eine LED, eine Frontkamera und hier sind zwei Lautsprecher verbaut. Ganz gut ins Display integriert. Fühlt sich wirklich gut an, vor allem auch flach, und es hat durchgehend die gleiche Stärke, wie ihr seht. Und lässt sich dadurch auch ganz gut in der Hand halten. Okay. Das war's jetzt nun erstmal vom Unboxing. Ein Video könnt ihr in Kürze auf meinem Kanal finden, beziehungsweise auch einen Testbericht auf www.depptech.de. Hier könnt ihr auch das Tablet zum Beispiel mit anderen 7 Zoll Geräten oder anderen Tablets vergleichen. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.